Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Ich werde in den nächsten Minuten dir zeigen, wie du genau die richtige Entfernung zum Ball beim Stand haben wirst, egal welche Schläge du in der Hand hast. Ich werde dieses Mal einfach das Eisen 7 nehmen. Das könnte ich aber mit jedem anderen Schläger tun. Und ich werde Folgendes tun und ich schlage vor, dass du vielleicht gleich nach diesem Video auch machst. Als erstes stehen wir ganz normal aufrecht und wir greifen den Schläger mit einem guten Griff, gucken, dass die Schlagfläche gerade ist. So, jetzt die Füße, je nachdem, wie weit du die haben möchtest, auseinander. Dann die Arme nach vorne ausstrecken. Okay, und jetzt bitte bück dich nach vorne aus dem Hüftgelenk, bitte nicht so, sondern so, bis die Hände auf Hüfthöhe sind. Jetzt lass mal bitte die Hände runter, den Schläger runter, bis der Schläger auf dem Boden liegt. Okay, so, wir sind weit gekommen. Aber wir müssen irgendwas mit den Beinen tun. Geh bitte ein bisschen in die Knie, aber erst jetzt, ne? Nicht vorher. Und bitte, wenn du in die Knie gehst, versuch, hab das Gefühl, dass du runter dich bewegst, zum Boden hin. Und dann bitte schau, guck mal, ob dein Hüftgelenk genau oberhalb dein Knöchel ist. Dann ist dein Hinten nicht so weit hinten oder nicht so weit vorne. Okay? So weit musst du bitte in die Knie gehen. So, letzter kleiner Check. Wie sind die Arme? Du solltest die Arme richtig hängen lassen. Wenn du merkst, dass sie ein bisschen ausgestreckt sind, bring sie rein. Wenn du zu eng am Körper bist, bisschen raus. So, jetzt könnte ich einen Probeschwung machen. Ich merke mir den Punkt, wo der Schläger auf dem Boden war. Ich muss jetzt den Schläger hinter dem Ball aufsetzen und genau diese Entfernung muss ich mit den Füßen nach vorne. Und jetzt passt der Abstand zum Ball sehr genau. Und wenn ich jetzt einen Schlag machen würde, ich mache mal einen kleinen Schlag, und ich würde sehen, dass ich den Ball mit der Spitze treffen würde, dann weiß ich, es ist nicht, weil ich zu weit weg vom Ball stehe. Oder wenn ich mit der Hacke getroffen habe, war es nicht, weil ich zu nah war. Meine Entfernung stimmte, weil ich jetzt genau weiß, wie ich das tun sollte. Ich muss dann an meinen Schwung arbeiten. Okay, so ich finde es sehr wichtig, dass du das jetzt auch so tust. Ich fasse kurz zusammen, Arm ausgestreckt. Aus der Hüfte nach vorne bücken, Arme runter, in die Knie gehen, aber runter und die Arme bitte hängen lassen. Das war's. Danke, dass du beim Golf Newcomer warst. Bitte abonniere diesen Kanal. Dieser Kanal ist nur für Anfänger und ich sehe dich sehr bald. Tschüss.